jeden Schabbes, wo wir hier sind, oder zu den Feiertagen, ist die Synagoge eben leer. Das ist schon traurig. Eine Synagoge lebt ja von der Gemeinde. Ja, ich bin mit dem einen oder anderen, der mich anruft oder der um Rückruf bittet, bin ich in Kontakt. Das ist natürlich auch was anderes, als wenn man hier sich in die Augen schaut, sich die Hand geben kann, zusammen Kiddusch hat und sich untereinander austauscht, nicht nur mit mir, sondern auch untereinander, die Beterinnen und Beter. Also das kann alles jetzt im Augenblick nicht ersetzt werden, aber ich finde, die Zeit zeigt uns am Ende auch, wie kostbar und wertvoll die Synagoge ist und wie kostbar und wertvoll es ist, dass wir an jedem Schabbes, an jedem Feiertag zusammenkommen können. Und das wird ja sozusagen ein Thema sein für die Zeit danach. Da hoffe ich, dass noch viel mehr von diesem Angebot dann immer Gebrauch machen, um hier gemeinsam Gottesdienste zu feiern. Wird es den Gottesdienst verändern? Ich weiß es nicht. Wir sind ja Rabbiner und keine Propheten. Also, was die Zukunft dann bringt, das wird man sehen. Aber ich bin schon ganz sicher, wir werden alle, die wir das Erlebnis dann wieder haben werden von Gottesdiensten, noch mehr wissen, wie kostbar und schön es ist, wenn Geschwister friedlich beieinander sitzen und miteinander beten.